Damit herzlich willkommen zurück zum LS 2015 auf dem Hof Bergmann zusammen mit dem Tino, dem Treasy und dem Pixel. Hallo! Moin! Hallo! So, es geht weiter mit verbesserten Mod-Hub. Ja. Ja. So. Aber. Aber? Das könntest du ja, denke ich, besser erläutern. Ich soll was erläutern? Ja. Wenn du möchtest. Weil ich will ja zu viel. Und zwar, der liebe Thomas, der ist, hat uns ein bisschen unterstützt. Der hat uns einmal einen neuen Mod zur Verfügung gestellt, den Marshall URL. Den haben wir jetzt mit reingenommen. Ist ein Mod für Anhänger und Paletten. Ball mit automatischer Ladefunktion. Da hat Teiler 115. Der wurde bearbeitet. Fliegetransporter, John Deere 6810, New Holland Header Pack, Kotto Universal Pack und Deutz Fahr 9340. Das waren alles Mods, die noch ein paar Fehler hatten. Und der liebe Thomas hat angepasst bei allen Mods das Archiv aufgeräumt, eine Ordnerstruktur bereinigt, doppelt Dateien entfernt und zusammengelegt, XML-Dateien editiert, bereinigt, strukturiert, Fehler auf Fahreigenschaften beseitigt. Ja. Und beim Kotte MAN-Fass Force Point Ratio angepasst, um Fehler zu beseitigen. Restload korrigiert, Motordaten korrigiert, fährt nun wieder 81 km/h und kommt auch vom Fleck weg. Der alte hat nie seine volle Zugkraft erreicht. Ja, und der Fliegetransporter ist um die Hälfte verkleinert worden sogar. Ja. Genau, der hat mal ein bisschen einfach unseren Mod-Ordner hier aufgeräumt. Oder was heißt Mod-Ordner? Die Mods, die drin sind und eben, wenn man die auf dem Server hat, dann sind die ja orange markiert, wenn sie von der Leistung her nicht so doll sind, ne? Von der Leistung her, was quatsch ich. Von der Dings nicht so toll sind oder beziehungsweise Fehler haben. Und das hat er einfach mal korrigiert. Haben wir jetzt aktuell... Er hat jetzt überhaupt den Trailer gekauft. Ich hab den gekauft. Freezy, krieg ich mal den Traktor kurz? Ja. Bin schon vor Ort. Kannst du mal den anderen nehmen, bitte? Ja. Ich will den mal fix abholen. Deswegen sag ich ja, ich bin ja gleich vor Ort, dann switch schon meine. Wir brauchen... Achso, dann kannst du doch den nehmen. Oder? Ich wollte den nur richtig stellen, weil er im Weg stand. Mehr wollte ich nicht machen. Wir brauchen dringend einen größeren Drescher, mein Lieben. Wer steht im Weg? Der Trecker hier, der stand eingeklemmt in der Ecke hier und darum wollte ich den nur gerade setzen. Ach so, okay, alles klar. Aber der muss hier drunter bleiben, ne? Ja. Weil wir haben noch, ja, gut was drin auf jeden Fall, silagetechnisch. So, kann ich... Hast du gehört? Habt ihr gehört? Ja. Ja, größerer Dings, aber hast du ja unseren Kontostand. Ja, ja. Nee, im Moment nicht. Ich hab vergessen, mich anzuloggen, aber ja. 7000. Standard. Bitte. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ich extra wegen dir latschen. Hält dich fit. Marsch. Ich bin der übelste Held. Wieso? Falschen gegriffen? Nö, ich hab's Lenker gar nicht angeschlossen. Nein. Ich hab hier alles schön aufgebaut und stehe hier so da und hier sind aber die USB-Kabel und nichts angeschlossen. Das Problem ist, wenn ich es jetzt anschließe. Wir können das nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich probiere es mal trotzdem aus. Irgendwas so intelligent ist es nicht. Ach, haben wir noch irgendwas zum Ansehen? Scheiße jedes Mal, ey, das geht einem voll auf. Was haben wir für sie? Ob wir noch was zum Ansehen haben oder zum Abernten oder... Ich ernte gerade die 4. Brauchst du einen Anhänger? Anhänger steht hier unten. Okay. Das war der Grund, warum ich sagte, wir brauchen einen größeren Drescher, weil ich stand jetzt eben zum Abladen auf zwei Rädern. Aber 20. Dann komme ich mit der Seemaschine. Das ist sehr gut. Sämaschine und Grubber, beziehungsweise ist Direktsaat, ne? Ist Direktsaat, ja. Feld 20 noch, ne? Ja, erkenne ich. Muss ich mal schnell hier mit Tastatur umeiern. Dann mache ich zuerst Feld 20 Pixel, dann kannst du und da noch vernünftig abernten. Ja. Feld 20. Alter Vater. Und das für ein Leck gerade. Leck mich am Arsch. Ja, muss ich mir mal eine Folge mit der Tastatur mich hier rumknödeln. Geht hoch. Ja, sicher. Die Dollies. Ich hab die letzten Tage überhaupt keinen Bock gehabt, mit Lenkrad zu spielen. Also. Warum? Du gehst mir jeden Tag, jedes Mal mit ETS. Ja, aber ETS, da brauchst du es wirklich, finde ich. Gar nicht. Null. Ach, ich weiß gar nicht, vielleicht interessantes Thema, ne? ATS. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei Games Planet. Kannst du es jetzt inzwischen richtig vorbestellen, regulär. Und da steht auch schon das erste DLC. Also das kriegst du, wenn du es jetzt vorbestellst. Das ist das Arizona DLC. Okay.
Also, es gibt gleich mal Arizona dazu. Ja, nicht dazu, sondern wenn es dann rauskommt. Ja, schon was? Klar, aber Arizona, was hast du normalerweise? Kalifornien. Und ich glaube aber, es geht wohl bis Las Vegas, wenn ich es richtig gesehen habe. Also ein Stück Nevada ist mit dabei. Interessant. Oh, ja. Ich bin ja mal gespannt, ob sie einen Season Pass mit rausbringen, sinnvoll wäre es. Weil wie glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Wie viele Bundesstaaten hat in den USA? 52? 51, ja. 51 Bundesstaaten. Wenn sie da zu jedem Bundesstaat so ein DLC machen wollen, 10 Euro. 10 Euro, dann wäre das irgendwie schon sinnvoll. Ja, ist ja. Ich war falsch, oder? Ich hat auf der Logik vom Train Simulator aufgebaut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bis Alaska geht. Also wir können Dings kannst auch rausnehmen hier. Hawaii. Ja, aber ich denke, sie haben sich einfach damit alle Optionen offen gelassen. Ich denke, es wird in größeren Bundesstaaten in Paketen rauskommen. Mittlerer Westen-Paket, pazifischer Südwesten-Paket, keine Ahnung, gut, dafür nördliche müsste man Ostküste. Dafür müsste man erstmal wissen, wie groß ist in-game ein Bundesstaat dargestellt. Also von Entfernungen her und so weiter, wie groß, in welcher Skalierung. Das stimmt. Weil wenn das nämlich relativ groß ist, dann wirst du mit Sicherheit keine Pakete bekommen, sondern wirklich nur Bundesstaaten. Also ich kann dir sagen, wenn ich es richtig gelesen habe, ist Kalifornien, was ja der Startbundesstaat, beziehungsweise die angrenzenden Sachen, die noch dabei sind, sind wohl ein Achtel, wenn ich mich recht entsinne, vom Euro-Truck, von der Map. Da habe ich mal eine blöde Frage, wie lädt denn der automatisch? Im Info hat irgendwas? Nee, da steht gar nichts. Was sehen wir an? Checken wir da mal, was fehlt in dem Lager. Im Lager fehlt Weizen. Ja, Weizen brauchen wir, das können wir nach wie vor erstmal machen. Okay. Da kannst du ja mal rein switchen, also. Warte. I don't Knopf, wie es geht. Weizen gerade. Ist ohne Haare, ne? Ja. Ja. So, Arbeitsmodus an mit X. Was? Der hat einen Arbeitsmodus? Ja, mit X. Wird mir alles gar nicht angezeigt. Lol. Es könnte natürlich sein, dass es jetzt ein bisschen verknödelt ist durch die, durch das Lenkrad, was ich schon eingesteckt habe. So, Arbeitsmodus aus. Gut wählen. Hier, okay, Moment. Wir haben Holzbretter, Setzlinge, Aquakartoffeln. Wir haben Obst und Gemüse, ne? Ja, das ist Obst und Gemüse. Eindeutig Gemüse. So, mit Y. Na gut, jetzt brauchst du ja gar nichts mehr durchzuschalten und halt dementsprechend mit X Arbeitsmodus an und aus. Und mit Abladen geht über. Ich bin jetzt sehr gespannt. Okay, der geht noch. Also ein Zuschauer hat auch in die Kommentare geschrieben, wenn wir die automatische Aufladefunktion nutzen, würden wir den Trigger hier zerstören. Also nicht den Trigger, aber dieses Band, ne? Dieses, wie heißt denn das? Ablade-Dings hier, Hatcher-Zigger. Förder-Gedöns, ja. Wo zeigst du dir das an? Oder? Zeigst du das oben im HUD an? Ich zeig mir oben im HUD an, im Info-HUD, ja. Das kann wohl echt sein, dadurch, dass du mit Lenkrad, du hast es ja dann alles mal umgestellt. Überleg, warte mal, ich guck mal ganz schnell, was man mit Salat Schönes machen können. Anbraten, hab ich gehört. Ja. Unter anderem. Ja. Kartoffeln, Bier, Salat-Palotte. Das würde sein. Können wir verkaufen? Gibt es 972 dagegen für eine? Ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Nichtsdestotrotz schauen wir mal ganz kurz rein bei Hof Bergmann. Du hast gesagt, ein Achtel vom normalen ETS, von der normalen Europakarte. Genau. Ein Achtel so groß. Ja. Okay. So, jetzt ist die Frage, ein Achtel, das kann man sich jetzt so ein Achtel vorstellen. Na, vielleicht ungefähr so groß wie Deutschland. Das kommt ja ungefähr gut, hin. Ja gut. Dann, es ist halt interessant, ich kriege halt schon überlegt, das kommt halt darauf an, wenn sie, ich glaube nicht, dass sie
diesen Entfernungsgrad, wie sie es jetzt beim jetzigen ETS haben, beibehalten werden. Weil wenn sie da wirklich so nach diesen amerikanischen Dingern da gehen, ist ja Standard, extrem lange Wege und alles nur geradeaus oder vieles geradeaus, endlos geradeaus. Wenn sie das dann natürlich so halten, dann ist es nur ein Achtel groß. Kann ja sein, dass die Entfernung zwischen den Städten dann dementsprechend wirklich größer ist. Und dann brauchst du auch nur eine Gesamtfläche von diesem Stuhl. Das wirkt dann zwar auf den ersten Blick klein, aber Okay, Salat, soll ich den Trailer erstmal hier abstellen oder wollen wir voll machen? Weil Salat ist nur zum Verkaufen da. Verkauf erstmal, weil ich glaube, da unten muss es Saatgut geliefert werden und irgendwas. Es ist leer. Wir haben jetzt auf einmal 32.000. Silage. Verkauft? Ja, eben aus den Hochsilo und jetzt noch eben aus den normalen Silo. Okay, cool. Hohoho, nicht rumbacken. Weh. Da. Danke. Aber ja, wir werden sehen, denke ich, was American Truck Simulator bringt. Mich ein wenig geschockt hat, oder was heißt, was da zu erwarten war, es wird auch bei Games Planet als Singleplayer verkauft, ne? Kein Multiplayer. Ja. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich dann nachgeliefert. So wie bei ETS auch. Wie war das hier unten mit dem Saatgut? Bei dem Salat, was ist zufällig noch einer? Saatgut war ja einfach nur, da konnten wir da Gebeiztes reinballern, ja, ich ne? Ich meine ja, wir haben Gebeiztes runtergefahren. Ja, haben wir. Da hatte ich doch noch, kannst du dich erinnern, da hat sie mir noch gesagt, ja, machen wir 1000 rein oder was? Und dann habe ich den Rest wieder hochgefahren, weil es viel zu viel war. Also, Was kostet denn so ein kleiner Trailer, warte mal, wie wir schon haben, für das, ja, das Gebeizte laden kann? Da wäre es ja nicht schlecht, wenn wir uns da noch einen holen. Hier unten, genau, das ist der Brandner URL oder Brandner? Wir könnten auch unseren Trecker nehmen, den wir haben, Moment. Oder? Ja, mit der Ladefläche. Ja, aber wozu ist denn der Brandner E8041? Wir hatten den in Benutzung. Der ist bei uns in der Garage. Ach, der steht auf dem Hof, glaube ich. Hä, wozu soll denn der sein? So ein kleiner. Ach doch! Alles klar, das ist der Grüne, ne? Der ist grün. Oder so ähnlich. Genau. Wir könnten natürlich auch, ja, 8500. Ja, das können wir auch machen. Warte mal, dann fahre ich mal mit dem Traktor erstmal wieder hier nach oben. Was kostet uns das kleinste oder das billigste Fass, um irgendwelche Flüssigkeiten zu transportieren? Entschuldigung. Moment. Aber ich glaube, wir haben auch noch von diesen 100.000 Liter Dings, da haben wir noch einen frei momentan. Ja, von dem 100.000er, das ist halt natürlich, ne? Ja, ein bisschen Overkill. Na gut, aber wir könnten zumindest Wasser, könnte man den unten hinstellen, ja. Das ist eigentlich richtig. Als Lager, als Zwischenlager. Was kostet so ein 100.000er? Ich kann mir vorstellen, der ist nicht teuer. Gucken wir mal. Das sind alles Aufsätze. Sind die einkategorisiert? Okay, Leute. Ja. Jetzt ja. Reingemusst. Moment, da muss ich suchen. Ach hier, Universalfässer. Billigste ist Coty Universal Mini mit 25.000 und da passen 10.000 Liter. Ne? Wie viel kostet der Container, war die Frage. Achso, der Container. Der Container, ja, der kostet nur 10.000, aber billig. Der kostet nur 10.000, gell? Ja. Dann... Könntest du mal noch einkaufen davon? Na klar. Ihre Kreditkarte, ja? Die Salatproduktion, da hätte man die da unten halbwegs so ein bisschen alles Schiff. Abgesichert eben. Bubble, please. Moment. Blau. Moment. Orange, nee, grün, lila. Lila. Nein, zwei sind für lila. Willst du die Klappe? jetzt geht der Taster auch nicht hier für Ding. Achso, warte mal, muss ich ausschenken? Ach, es hat mir die ganze Tastenbelegung zerschossen hier, ey. Du bist aber auch ein armes Wuschihu. Dein Mist. Wir wollen die Farbe Aprikose 14. Aber Moment. Das ist ja der Fliegel, den ich gemeint habe. Wo steht... Farbe sagst du gleich. Wo steht der Brandner E8041? Wo soll denn der sein? Säule.
Das muss ein Einachser. Ja, das muss ein Einachser sein. Ist das vielleicht das grüne Ding, was an der, am Hof steht? Nee. Das sind zwei Achser. Aber ich hab ihn. Den haben wir, glaube ich, noch nie benutzt. Das ist natürlich optimal, weil dann kann ich den nehmen. Weil jetzt das Saatgut rein, runterfahren zum Salat, meine lieben Freunde. Wenn die, Ich immer so ein Krach. Noch nie Krach. Doch. Was denn jetzt? Lass du denn den Server verlassen? Ja, muss neu connecten. Ging nichts mehr. Gar nichts mehr? Es ging gar nichts mehr. Konnte nur noch speichern und verlassen. Nice. Ich blade. Aber wir sind auch durch, ne? Ja. Ja. Also. Ja, dann bedanke ich mich trotzdem natürlich fürs Zuschauen. Ne? Sorry für den kleinen Fehler. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Das Däumchen hat nicht vergessen, ne? Bei der anderen vorbeischaut. Und bis dann auch da. Tschüss.